Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe immer noch den goldenen Haggis im Hals kratzen, den Kratz-Haggis, meine ich. Deswegen klinge ich immer noch vielleicht nicht so ganz normal. Das ist auf dem Video gar nicht so sehr deutlich, weil mich fühlt sich so an, als würde ich irgendwie mit Reibeisen-Version meiner selbst sprechen, aber so sehr hört man das gar nicht. Ich habe ja schon mal ein bisschen mit dieser Stimme gearbeitet, in Anführungszeichen. Aber nur, falls es euch auffällt, damit ihr Bescheid wisst, sonst geht es mir gut, ich habe ein bisschen Husten, ist harmlos. Jedenfalls, ne? Das nur zur Info. Und jetzt geht's um folgendes Thema, nämlich ich habe ein schönes Foto eingesendet bekommen und das blende ich euch auch gleich ein und quatsche aber weiter. Da sieht man ein Spinnennetz in Form eines Baumes. Und das können wir wirklich relativ kurz abhandeln. Sogar wirklich richtig kurz, weil was ist das? Ne? Das ist kein Tier, das sowas macht. Das wäre jetzt die erste Vermutung, das nagt da irgendjemand lustigerweise in diese Form. Oder es ist ein Spezial-Superspinnennetz, eine Superspinne, die eine Fräse am Hinterleib hat und damit Netze in Holz fräsen kann. Das ist alles nicht der Fall. Was wir da sehen, ist schlicht und ergreifend ein Baum, der langsam am ja, verrotten, verfaulen, wenn man so möchte, ist. Und da ist es so, dass Holz innerhalb eines Jahrrings in Klimazonen, in denen Jahrringe entstehen, sprich da, wo es Jahreszeiten gibt, beziehungsweise mindestens zwei Jahreszeiten in Form einer Vegetations- und einer Nicht-Vegetationszone, da ist es so, dass so ein Jahrring Holz, ne, die kennt man, die kennt jeder, der sich meine Stammscheibe angeguckt hat, weiß, was ein Jahrring ist. So ein Jahrring Holz ist mit unterschiedlicher Dichte ausgestattet, weil im Winter wächst da erstmal so gut wie nichts. Je nach Situation, je nach Land, in dem man sich befindet, wächst da vielleicht doch mal ein bisschen was, aber vergleichsweise wenig. Bei Laubbäumen wächst gar nichts, weil die haben dann überhaupt kein Laub. Bei Nadelbäumen kann ein bisschen was wachsen, kommt auf den Wind an. Oder bei anderen immergrünen Baumarten. Es gibt ja auch immergrüne Laubbäume. Ne? So. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel mal einen Laubbaum angucken, spaßeshalber, das ist wahrscheinlich ein Stumpf von irgendeiner Fichte oder sowas, aber habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, habe das Bild nicht vorliegen. Das seht jetzt gerade nur ihr und nicht ich. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das wäre jetzt von mir aus eine Buche. So eine Buche bekommt im März, April so ungefähr ihre Blätter, ja, vielleicht auch ein bisschen früher, je nachdem wie mild der Winter eben gewesen ist. Dann sind die voll ausgebaut, voll leistungsfähig und dann geht es erstmal los und dann wird erstmal Photosynthese gemacht, was geht. Zack, 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 zack. Das heißt, es wird jede Menge Zucker produziert und woraus, was kann man aus Zucker alles Schönes bauen? So, also ziemlich alles im Pflanzenreich, mehr oder weniger, ne? Nicht ganz, aber fast. Unter anderem Holz. Ne? Holz besteht letztendlich aus zusammengeklebten Zuckermolekülen im Wesentlichen. Und das heißt, jetzt wo die Photosynthese so richtig läuft und so richtig boomt, wird erstmal richtig viel Holz produziert. Wenn viel Holz produziert wird, werden die relativ locker aneinander gesetzt. Ketten aus den zusammengeklebten Zuckern. Das gibt eine recht lockere Holzstruktur. Das heißt, das Resultat ist vergleichsweise weiches Holz am Beginn des Jahrrings, des neuen Jahrrings, der sich halt ganz außen am Baum bildet. Erstmal vergleichsweise weiches Holz. Gut, jetzt schreitet das Jahr voran. Es wird vielleicht Herbst. Die Tage werden kürzer. Es ist nicht mehr ganz so warm. Irgendwann werden die Blätter auch gelb, ist weniger grünes Zeug drin, Chlorophyll, was für die Photosynthese gebraucht wird. Und das heißt, es geht langsamer mit dem Wachstum. Ne? Man kriegt weniger Holzmaterial zustande. Das heißt, das Holz ist dann nicht im Überfluss vorhanden. Ne? Man hat nicht die Möglichkeit, das so wirklich schön locker aufzubauen, sondern es wird ein relativ dichtes Holz gebildet. Das Zeug, was da ist, wird dicht aneinander gepackt. Wir kriegen also eng beieinander sitzende Zuckerteilchen, die das Holz bilden, letztendlich. Und jetzt ist es schlicht und ergreifend so, dass eng beieinander sitzende Holzteilchen ein festeres Holz bilden, weil da weniger Hohlräume dazwischen sind, als das früh im Jahr ganz schnell und hurtig und auch hastig gebildete Holz, weil man erstmal sofort ein bisschen Wachstum haben muss, aus verschiedenen Gründen. Das führt jetzt zu weit, wenn ich das jetzt auch noch erkläre. Dieses hastige Holz ist halt nicht so dicht. Das hat Löcher drin. Ne? So, hier stirbt irgendwann unser Baum, wird abgesägt, was auch immer. Ganz egal, wie der stirbt, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Fall ist er natürlich abgesägt und dann sieht man das auch schön, weil es halt dieser gerade Schnitt ist. Und jetzt kommt der Pilz. Der Pilz beginnt jetzt Holz abzubauen, weil das kann er.
Müssen wir jetzt auch nicht weiter klären, wieso und warum und wie, aber er kann das. So. Und dieser Prozess, der spaltet jetzt diese Verbindungen, die das Holz zusammenhalten, auf, dieser Holzabbauprozess. Und das geht natürlich schneller in dem früh im Jahr gebildeten lockeren Holz. Man spricht auch von Frühholz. Und deswegen ist das relativ schnell weg. Dieses dichte, spät im Jahr gebildete Holz, wo die Moleküle viel dichter beieinander sitzen, wenn davon die Hälfte abgebaut ist, dann ist es immer noch da. Und während halt eben das Frühholz schon längst ganz weg ist, ist vom Spätholz noch was übrig. Das heißt, doof gesagt, es fehlt die Hälfte von jedem Jahrring. Und dadurch kriegen wir dann quasi diese Unterbrechungen, diese Schluchten zwischen den einzelnen Bereichen von Spätholz in den jeweiligen Jahrringen. Das erklärt jetzt allerdings noch nicht die, die axial laufenden Spuren, die da auch noch drin sind, ne? Diese Hauptbahnen des Spinnennetzes, die da auf diesem Stück Holz zu sehen sind. Das nennt sich Parenchym. Oder auch Holzstrahlen, ne? Holzstrahlparenchym wäre jetzt die genau korrekte Bezeichnung. Das sind lebende Zellen. Ich habe euch mal bei verschiedenen Gelegenheiten erzählt, dass Holz eigentlich totes Material ist, das zumindest, wenn es schon ein bisschen älter ist, es abstirbt und dann nicht mehr lebt. Parenchymzellen schon. Das sind so quasi so einzelne Strahlen, einzelne Bahnen lebender Zellen, die ins Innere des Stamms führen, um halt eben zum Beispiel dem Baum die Möglichkeit zu geben, Stoffe, die ja via Ferntransport rauf und runter transportiert, das passiert also relativ weit außen, direkt unter der Rinde, ins Innere des Stamms zu verfrachten. Zum Beispiel, um im Inneren des Stamms Antipilzwachstumsstoffe einzulagern. Ne? Weil so, auch solange der Baum noch lebt, wäre es ja möglich, dass irgendeine Wunde der Pilz eindringt, sich da in die Mitte des Baums vorarbeitet und könnte dann da sämtliches Holz auffressen, den Baum von innen aushöhlen und ausfaulen lassen. Das passiert ja auch früher oder später irgendwann mal in fast jedem Baumleben. Aber damit es nicht allzu früh passiert, hat eben der Baum diese Parenchymleitungen, diese Leitungen aus lebenden Zellen, die dann auch so eine Art Pumpfunktion darstellen, sodass halt eben Material von außen in den Stamm gepumpt werden kann, um sich dann da anzulagern. Das sind halt eben unter anderem Stoffe zur Pilzabwehr. Man kann mit diesen Zellleitungen auch Wasser transportieren, dass zum Beispiel Wasser im Inneren des Stamms gespeichert werden kann und dann durch diese Parenchymleitung wieder nach außen geholt werden kann und in die normalen Wasserkreislauf des Stamms zugeführt werden kann, wenn zum Beispiel das normale Wasser, was er durch den Boden jederzeit aufnehmen kann, knapp wird. Das sind auch noch solche Möglichkeiten. Ja, und diese Parenchymzellen, die leben eben relativ lange. Solange der Baum noch einigermaßen lebt, wird man da auch noch irgendwelche lebenden Parenchymzellen finden. Man findet auch, wenn der Baum schon umgesägt wurde, im Stock, der da steht, immer noch lebende Parenchymzellen. Das geht mitunter wirklich eine ganze Weile, bis da jede Zelle in dem Baumstumpf abgestorben ist. Teilweise sterben sie auch nach Jahrzehnten immer noch nicht ab, weil die Baumstümpfe noch von anderen Bäumen über das Wurzelnetzwerk mitversorgt werden. Und das erklärt dann halt einfach, dass solche Parenchymzellen unter Umständen deutlich zäher sind und deutlich schwerer abzubauen von den holzabbauenden Organismen, wie eben unserem Pilz, der hier eine Rolle spielt, als die umgebenden normalen toten Holzzellen, die keine Möglichkeit haben, sich zu wehren, weil sie halt eben tot sind. Eine lebende Zelle hingegen, die hat halt noch die Möglichkeit, Abwehrstoffe zu produzieren, wenn der Pilz kommt und sie angreifen möchte. Ja, und das erklärt das, glaube ich, auch ganz gut, wie so ein Spinnennetz zum Vorschein kommt und wie sowas entstehen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Frage und das dazugehörige Foto. Sehr interessantes Thema, hat mir jetzt auch großen Spaß gemacht, dazu ein bisschen zu referieren. Und ja, wie gesagt, vielen Dank. Und wenn es da noch mehr in diesem Bereich gibt, also an die anderen da draußen, die da ähnliche Fotos vielleicht zu einer ähnlichen Thematik oder zu einer ganz anderen Thematik und so weiter und so fort mir schicken wollen. Leider kommt es hin und wieder mal vor, dass ich das eine oder andere Foto, die eine oder andere Mail mit so einem Foto nicht beantworte, weil ich kriege da viele Mails insgesamt und ja, ich bin ein schlechter Mensch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein großes Manko ist mir wirklich die Mailbeantwortung. Irgendwann kommt meistens eine Antwort. Es kann aber wirklich halt eine ganze, ganze Weile dauern. Eine ganze, ganze Weile meint ein paar Wochen. Es kann auch schon mal durchaus sein, dass ich was vergesse.
Das kommt auch nicht selten vor und dann müsstet ihr einfach nochmal nachfragen, wenn ihr meint, ihr habt mir irgendwas Tolles geschickt. Und wichtiger, wichtiger, wichtiger Hinweis, weil dazu kommen immer sehr viele Fragen. Leider, ich kenne mich nicht mit Baumkrankheiten aus. Also wenn ihr meint, es könnte eine Krankheit sein, die zu dem führt, was da auf einem Bild zu sehen ist, und ihr schickt mir das dann, ich meine, das dürft ihr selbstverständlich trotzdem gerne tun, und ihr hört nie was von mir zu diesem Thema, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass es sich um irgendeine Krankheit handelt und ich von dem Thema keine Ahnung habe. Die drei großen Bildungslücken in meiner forstlichen Bildung betreffen Baumkrankheiten, Käferchen und Pilzchen. Na, das sind so die wesentlichen Sachen, wo ich wirklich Nachholbedarf hätte, die mich aber auch nicht so sehr interessieren, dass es zu dem Nachholbedarf allzu schnell kommen wird, dass ich mich da wirklich mal weiterbilde. Eines Tages mache ich das auch, aber nicht so schnell und nur, dass ihr das nochmal wisst. Und jetzt machen wir aber Schluss, sonst wird das hier wieder zu lang. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.